Ja, ich habe ein MDF-Spielfeld gekauft mit drei Sets mit jeweils zwei Platten und heute werde ich das zusammenbauen und anmalen. Wenn du ein Spielfeld zusammenbauen möchtest, könntest du natürlich auch XPS-Platten benutzen, aber ich hatte einfach keine Lust, richtig was zu bauen, also habe ich mir einfach ein MDF-Spielfeld genommen zum Zusammenstecken und Zusammenkleben. Das ist nämlich ein bisschen so wie Lego und ich mag Lego. Ja. Ja, einige der Teile musste ich mit einem Messer oder mit einer Feile bearbeiten, damit es passt, aber das war zu erwarten. Einige Probleme mit dem Spielfeld waren, dass die Teile nicht wirklich rechtwinklig oder quadratisch waren. Und einige Details, wie man hier sehen kann, wurden gar nicht richtig ausgelasert. Also dieser Gully ist halt einfach nicht vernünftig. Und alles in allem bin ich ein bisschen enttäuscht. 13 Euro würde ich da nicht nochmal für bezahlen, für zwei Platten je. Aber alles in allem eigentlich ein ganz gutes MDF-Spielfeld. Ja, um zu testen, wie ich eine Straße vernünftig bauen kann, habe ich mir eben eine Testplatte gemacht und habe dann eben Schleifpapier und Sand einmal getestet und habe mich letztendlich für die Farbe-Sand-Farbe-Methode entschieden. Also mit Farbe anmalen, Sand drüber streuen, nochmal drüber malen. MDF ist ziemlich dünn. Das hier sind 3 mm und deswegen könnte das schüsseln und aus diesem Grund habe ich eben das von oben und von unten angemalt. Ja, kippt einfach keine Farbe direkt auf euer Projekt, benutzt einfach eine Farbpalette. Ja, Gesso benutze ich, weil Nabmakes das benutzt hatte und mich drauf gebracht hat. Hier oben rechts einmal ein Link zu seinem Video. Ja, hier mache ich jetzt die Straßen fertig, eben wie eben gesagt, einmal anmalen, Sand drüber streuen und dann später nochmal mit dem Gesso rübergehen. Das Ganze trage ich halt tupfenderweise auf, eben damit ich nicht so eine Pinselstrichtextur bekomme, sondern was Schönes und Regelmäßiges. Ja, hier benutze ich Spachtelmasse mal tatsächlich für den ursprünglichen Zweck, nämlich um Löcher zu füllen, aber natürlich auch um ein bisschen Textur drauf zu bringen. Es ist wichtig, da mehr Textur drauf zu kriegen. Ja.
hier male ich jetzt die Straßen mit dem grauen Gesso nochmal an. Ich versuche dabei eben in alle Richtungen Pinselstriche zu machen und nochmal ein bisschen mit dem Schwamm zu tupfen, einfach um nochmal mehr Textur da drauf zu bekommen. Hier male ich jetzt die Straßen in einem Dunkelgrau an, um das ein bisschen wie Asphalt aussehen zu lassen. Ja, wie ihr seht, ich trage hier sehr dunklen Wash auf und der ist eigentlich viel zu dunkel und ich hätte mal mehr auf meine Tipps hören sollen, weil ich sage nämlich normalerweise immer, dass Leute das vorher testen sollen, aber ich bin doof. Also testet das vorher, sonst wird es zu dunkel. Hier hebe ich die Gullideckel mit Metallfarbe hervor. Ich habe am Anfang angefangen, die mit Kreppband abzukleben, aber mich dann doch entschieden, mir einfach eine Schablone zu basteln, weil das einfach einfacher ist und günstiger ist. Einfach nur ein Papier und Rechtwinkel rausschneiden und zack, fertig, Schablone. Ja, mit dem Schwamm trage ich jetzt hier ein paar Roststellen auf die Gullis auf und einige hellbraune Töne eben auf Spachtelhäufchen, damit da ein bisschen mehr Farbvariation durchkommt. Um dem ganzen Spielfeld ein bisschen mehr Dimension zu verleihen, bürste ich hier mit zwei verschiedenen Grautönen trocken. Jetzt noch ein bisschen orangenen Wash auftragen, also eigentlich orangene verdünnte Farbe, eben damit der Rost ein bisschen hervorkommt und nochmal einen hellbraunen Wash über einige andere Stellen, um ein bisschen farbliche Abwechslung nochmal reinzubringen. Und ja, hier ist jetzt das fertige Spielfeld. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir doch ein Like da. Wenn du abonnieren würdest, dann würde ich mich sehr drüber freuen. Ich mache manchmal Videos, so alle paar Monate mal eins. Ja. Tschüss.